Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, mir ist jetzt eine Sache nochmal aufgefallen, wenn wir jetzt zu Nulfaga gehen und wieder Numidium sind oder Therios oder wie auch immer das ist. Wir haben da gerade Probleme gehabt, was hier Zauber und so weiter, Levitation anging. Würde ich erstmal irgendwo hingehen, wo eine Magiergilde in der Nähe ist. Toll! Wieso? Ah, ich hasse das. So. Warum muss das jetzt ausgerechnet so oft passieren? Ja. Kann ich nochmal? 12 Stunden oder ich werde attackiert. Kann auch sein. Ja, da sind Enemies. War klar. War klar. So, 8 Stunden haben noch gefehlt. Machen wir noch die 8 Stunden. Oder kommen jetzt nochmal Enemies? Feinde. Okay, dann können wir jetzt den Zauber wieder wegmachen. Nehmen die hier wieder auf. Dann würde ich aber gucken, wo hier eine Magiergilde ist. Wenn hier die Menschlein wieder spawnen. Da vorne müsste eine sein. Ich hoffe, das ist eine Magiergilde. Ja, ist eine Magiergilde. Können wir da vielleicht... Wann haben die auf? Erst um 11, okay. Dann nochmal 3 Stunden. Abwarten. So. Bei Magic Items? Nee. Kann ich hier irgendwo Magic Potions kaufen? Nee, ich will hier Potions. Zaubertränke. Nein, kein Training. Nein, auch keine Daedra-Beschwörung. Auch nicht identifizieren irgendwas. Teleportation möchte ich auch nicht. Verkauft hier keine Potions? Ich hätte jetzt gerne Levitationszauber, ein paar. Alter, was ist denn das für ein Labyrinth? Hier verkauft niemand. Get Quest. Buy Spells. Levitation. Hat er Levitation? Levitate? Ja, komm. Ah, ich habe nicht genug Geld. Verdammt. Okay, dann gehen wir. Make Spells. Hä? Wo ist denn jetzt der Ausgang? Dann müssen wir das anders machen. Wir haben hier ja Geld. Und dann holen wir uns hier. Ja, 691 Stunden haben wir noch. Und jetzt muss ich wieder Unschuldige jagen. Warte mal. Sind Menschen da? Menschen sind da. So. Ach, das ist ja... Das ist ja übertrieben gerade. Mit der Lykanthropie. Gehen wir jetzt erst einmal hier ein bisschen Geld abholen und dann kaufen wir uns einige Zaubertränke. Das ist jetzt wichtiger. Vielleicht auch ein paar Heiltränke. So, aber erstmal zur Bank. Also, warte, wann haben die offen? 8 Uhr. Wie spät haben wir's? Ach nee. Okay. Toll. Darf ich jetzt wieder 1000 Jahre warten? Kann ich hier jetzt einfach so? Ah, ich habe hier keinen Raum.
gut, sagen wir mal ein Tag. So. Sagen wir mal 12 Stunden. So, was sagt die Uhr jetzt? Die Uhr 16. Okay. Dann nochmal 4 Stunden. Also, jetzt 4. Wo geht's raus? Hier war das, ne? Ja. So, wo haben wir die Bank? Da haben wir die Bank. Dann können wir jetzt hier mal eben, sagen wir mal, wir nehmen 100.000 Gold mal raus. So, und wo haben wir jetzt die Magiergilde? Mages Guild, da. Südwestlich von hier. Dann können wir da hoffentlich jetzt ein paar Tränke kaufen. Und sobald wir nach Shadowgend gehen, wird das wieder von vorne gehen. Mit dem Werwolf. Und mit den Unschuldigen jagen. Ich glaube, ich bin schon dran. Nee, noch nicht. Da unten. Da unten haben wir es. Ist auf der anderen Seite hier der Eingang, ne? Ja, hier. Okay, wann haben die auf? 11. Wir haben es 8.30 Uhr. Ah, nein. Genau. Rest, Leute, 3. So. Bei Spells? Nein, keine Spells. Potions. Get Quest will ich nicht. Keine Magic Items. Ich will Potions haben. Ich will kein Training. Nein, auch keine Spells machen. Nee, der hat auch nichts. Warum haben die jetzt keine Spells, also keine Zaubertränke? Identify will ich auch nicht. Buy Spells will ich jetzt auch nicht nochmal machen. Wer verkauft denn Tränke? Diebesgilde vielleicht? Oh. Ne, Magic Items brauche ich jetzt auch nicht. Ne, ich will jetzt nicht Spells machen. Nein. Death Summoning will ich auch nicht. Teleportation auch nicht. Vielleicht in der Diebesgilde. Vielleicht hat die Diebesgilde einige Tränke für mich. So, genau. In die Richtung. Muss ich da vielleicht einkaufen gehen und dann nach Shadowgend. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, nur Medium. So. Wo haben wir die nochmal? Gleich hier links von uns, ne? Ah, wir sind schon dran vorbei. Da, da sind sie. Ne, die waren oben. Die waren oben. So, der kann nichts. Congratulations, Kid. You can call yourself a filcher in the Thieves Guild now. We'll be your official fans now if you want. We got ourselves a rat here who'll buy her hot merchandise after ya and sell your stuff at a real discount that other blokes picked up. Makes life a little easier, I says. Da gibt aber nur Training. Die macht nichts. Sell Magic Items. Spy Master. Wo kann ich Potions kaufen? Ne, jetzt ernsthaft, wo kann ich Potions kaufen? Gibt es hier doch noch irgendwo Händler? Hä? Verkauft er? Ne.
Wo kann ich Potions kaufen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hätte jetzt wirklich gerne Potions gehabt, gemacht. Wie auch immer, so in der Richtung. Kann ich bei den Händlern hier, bei den Alchemisten, da vorne zum Beispiel, oder hier den, vielleicht Potions kaufen? Pure Water? Nee. Nee, ich kann hier nur Zutaten kaufen. Ich kann hier jetzt wirklich nur Zutaten kaufen. Okay, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Dann packe ich lieber das Geld wieder zurück. So. Haben wir halt ein paar Kröten hier verloren, aber... Ja, dann können wir erstmal nichts machen, ne? Da haben wir Stellung Gent. Alles klar, dann gehen wir da rein. Dann geht das halt nicht anders. So, noch einmal, shut up. So. Der hat aber auch keine Potions. Und der hat auch nichts. Aber dann würde ich hier nochmal ein Safe Game machen. Vor ihr. Und dann quatschen wir mit der nochmal. Das kennen wir schon. Dann geht's auf nach Numidium. So, ich komme gleich zu dir runter. So, der dritte Verführerin, ja. So, der soll bitte. So, hier hin. So, das war's mit dem Dedralord. Gehen wir jetzt wieder hoch. Der eine hat sich ja eh darunter gestürzt. So, wo war denn jetzt? Hier war die eine Insel. Dann gehen wir hier nochmal runter. Müssen wir gleich mal schauen, wie wir da wieder hier hinkommen, hier hoch. Wo war denn das? Genau hier. Und dann war oben irgendwo noch eine Tür. Da. Nee. Was habe ich? Irgendwas habe ich jetzt vergessen. Hä? Okay, Zauber ist jetzt gleich vorbei. Da kommen wir jetzt nicht nochmal hin. Muss das wieder nachladen? Dauert das erstmal wieder oder? Irgendwas habe ich vergessen. Das da scheint ja immer noch zu sein. Autsch. Machen wir nochmal so. Gucken wir mal.
Da oben ist ja die Tür irgendwo. Ja, dann schauen wir mal, dass wir das jetzt doch noch irgendwie schaffen. Aber es scheint zu sein da oben. Ach, da sind noch mehr Türen. Das sind mehrere Türen hier. Oben. Okay, dann haben wir den hier auf. So. Okay. Falsche Tür oder wie? Jo, anscheinend. Gibt es da noch mehr Türen oben? Ne, das ist die einzige andere Tür, die oben ist. Ja, ouch. Aber überlebt. Dass das zu. Ach nein, wieder. Den. Oh. So. Warum wieder die Unschuldigen jagen? Ich hasse das jetzt gerade. Ach nein. Warum? Warum jetzt? Ich hasse das gerade wirklich. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, eventuell die Lykanthropie irgendwie aufheben zu lassen, aber das bringt ja nichts. Weil dann sind wir diese ganzen Stats, die wir hier haben, wieder los. Und hier ist zu. So, wie sieht's hier aus? 204 nur noch. Ich hasse es gerade. Autsch. Ja. Okay, wir laden hier nochmal neu. Gehen nochmal raus. So. Das ist ja absolute Bullshit gerade, wirklich. Warum muss mir jetzt die Lykanthropie so auf den Sack gehen? So, Longwell. So, Leute, vor Wall, 12 Stunden. Da kommt dann gleich bestimmt was, ne? Gleich geht mir die Lykanthropie wieder auf den Sack. Warum geht mir auf den Sack? Ja. Da haben wir's. Ist denn niemand da? Kann ich so rein? Kann ich nicht kaputt machen, ne? So, ne? Sorcerer just died. Zählt er als innocent? Zählt nicht als innocent. So. Nochmal 12. Ich hasse gerade das wirklich mit den. Mit der Lykanthropie. Gegner. Hä? Ach, da! Da sind sie.
Weg mit dem. So, Archer. Und noch ein Archer. So, nochmal 12. Müsste gleich dann sein. So, wie sieht's aus? Es kommen keine Unschuldigen hier gerade raus, ne? Haben die hier eine Taverne? Hier Restless Giant. Aber wir könnten den jetzt wieder entzaubern, oder? Nee, doch nicht. So, Room. Sagen wir 2. So, dann ruhen wir mal. Nee. Ruhen wir mal 24 Stunden aus. Wirklich, warum muss das einem jetzt auf den Sack gehen? Mit der Lykanthropie. So. Dann haben wir das jetzt. Dann können wir hier das erstmal wegmachen. Ja, I need to hunt the innocent. Okay. Dann gehen wir nochmal rein. Resten. Nein, nicht noch. Sondern. So. Nochmal 24 Stunden. Dann können wir wieder die Lykanthropie herzaubern. Okay. So, da läuft noch jemand. So. Ah, toll. Toll. 3 Stunden fehlen ja noch, ne? So, dann machen wir. Nee, das nicht. Hier. Gut. So, dann haben wir das endlich hinter uns. Und die. Das removen. Dann können wir jetzt nach Shadowgend. Oh, ging das einen so auf den Nerv gerade. So. Dann noch einmal Shut Up. Machen wir den nochmal kaputt. Bedrock. Common Symbol brauchen wir nicht. Ey! Was soll denn das? So, und dann machen wir hier jetzt das richtige Safe Game und quatschen die an und dann geht's jetzt offiziell richtig nach Numidium. Machen hier ein Safe Game auf die 2. Weil hier das jetzt uns weniger auf den Sack gehen wird. Die Verführerin erstmal weg. Ah, da ist er immer noch. Der Frost hat danach. Sind hier immer safe die 3. So, geh bitte kaputt. 1800 hat er. So, dann machen wir das. Jo. Und dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Den einen da einmal kaputt hauen. So. Komm. Jo. Der Lord. Jetzt ist dann nur die Frage, wie kommen wir hier am besten voran? Wir hatten ja oh, die scheinen beide offen zu sein. Aber wir müssen ja trotzdem das da machen.
Und ganz unten den. Bleibt offen. Okay, dann jetzt nochmal runter. Ich hoffe, der Zauber bleibt noch. Ganz schnell. Wo ist denn der Eingang? Da. Okay. Dann haben wir das. Jo, schnell lieber runter, anstatt hoch. So, okay. Wo war denn jetzt die richtige Tür? Genau. Da war die eine und dann die andere war da, glaube ich. Ne, da und da. So, bin ich an der richtigen Wand? Ja, müsste sein. Ne, das ist die andere da. Die da. Die müssen wir hin. So, das ist jetzt auch hoffentlich jetzt genug Vorbereitung und Richtigstellung hier, damit wir vorankommen. Denn das mit der Lykanthropie war das, was jetzt einen richtig auf den Senkel ging. So. Besseres hat er leider nicht. Chamäleonform nehmen wir mal mit. Die Tränke nehmen wir erstmal mit. Jo, wo kommt der Ork her? Warum ist hier verdammt nochmal ein Ork? So und so. Okay, warum kommen hier jetzt Orks? Immerhin keine Vampire. So, das wird jetzt spannend, wie wir da wieder runterkommen. So, die anderen beiden lassen wir mal. Dann machen wir gleich hier, bevor wir runterspringen. Bevor wir hier runterspringen in den Tod. Ein Safe Game, beziehungsweise hier resten wir einmal ganz kurz. Machen hier auf die 2 ein Safe Game. Und boah, das haben wir überlebt. Alter. Oh nein. Oh. Warum? Drecksvampirismus, Lykanthropie. Warum muss die Lykanthropie jetzt einem so richtig auf den Zeiger gehen? Wirklich. Langsam hasse ich es. Können wir mal gucken, ob hier jetzt offen ist. Ja, es ist offen. So, aber ich werde dann... Gibt's hier gar nichts? Egal, ich werde jetzt nochmal hier... Ne, warte. Den hier machen. Damit wir die Lykanthropie wieder los sind. Weil das nervt total. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Hoffentlich. Okay, dann nochmal die letzten 7 Stunden. Nochmal schnell hinterher. So. Na, aber gibt es hier sonst gar nichts? Okay. Safe Game auf die 2. Wir sind weitergekommen. Was ist denn hier jetzt passiert?
Na, Harpy ist gestorben. Aber ich finde es interessant, wie Numidium hier gestaltet wurde. Ich hätte jetzt nur nicht erwartet, dass es so düster, so dunkel. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Der hat nichts. Nein! Autsch. Toll, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, das sieht aus, als könnte man da einfach hoch. Ja, klettern wir erstmal die Wand hier hoch. Wie sieht's hier aus? Aber okay, wir könnten hier zum... Kann ich das machen? Okay. Immerhin. Okay. Ist noch alles gut. Jo, geht kaputt. So, das nehmen wir mit von dem Dude. Bringt jetzt gar nichts hier zu sein, ne? Bei der Pyramide. Aber interessant, dass es hier eine Pyramide gibt. Also von hier kamen wir. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Ich mache einmal den hier nochmal kurz. So. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!